Pasta. Was it? Was it? Ja, Dayset. Ich nenn's Dayset. Es merkt schon keiner den Unterschied. Das können wir so machen. Ich werde hier wirklich darauf achten, so zu schneiden, dass das spannend endet. Dass ich dir dann am besten direkt die Zeiten durchgebe, damit du nicht spoilerst. Darf ich nicht spoilern? Okay? Okay. Nein. Nein. Ja, nein, ist ja auch gut für dich. Dann hast du ja auch die Spannungsbögen drin. Spannungsbögen. Das ist ein Zombie. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin so am Block. Deine Mutter kommt zu mir. Und sie blaut meinen Kopf. Für mich. Und sie kocht für mich. Und wir reden. Und wir reden über das Wetter. Ist das nicht versaut? Die Zombies sind voll so unsere Leibwächter, die immer Alarm schlagen, wenn jemand kommt. Ja. Voll cool. Ich wünschte, die gäb's in echt. Ich wünsch mir auch einen Zombie. Okay, wohin soll ich denn jetzt am besten. Rosberg! Oh. Noch eine. Bei dir? Ja, aber hab ich dann bei mir lag auch noch eine. No ammo. No ammo? Dann lass die no lieber ammo, ich hab nochmal eine mit 8 Schuss gefunden. Ich lasse nicht liegen, ich hab genug Platz. Ich hab jetzt 3 Schrotflinten, 2-mal mit 8 Schuss. Ja gut, dann kannst du ja gleich Dario eine geben. Richtig. Ja geil, dann kann ich die Pistole behalten. Oh oh, WTF. Oh, ist ein scheiß Berg genau auf dem Weg. Ich bin bei den Umweg laufen. Boah. Die sollen den Sound mal ändern, ey, was ist denn das? Manu. Das ist doch nicht normal. Angst machen. Boah, das wird ewig dauern, bis ich da bin, aber egal. Wegen diesen scheiß Bergen auch noch. Und vor der Bergsteiger. Ich mach mal die eine Schrotflinte leer, die mit den 3 Schuss. Dass ich die weglegen kann. Ja. Schon kommt jetzt ein Spieler, während ich das mache und tötet mich. Und dann bin ich so. Ja, ist doch nicht schlecht, dann kannst du die mal aufscheuchen. Also nein, wenn du jetzt ballerst. Meine ich. Du willst einfach jetzt rumschießen? Die verschwenden, die ja. Schüsse. Ich habe gerade auch 20 Mal mit der Pistole geballert. Nicht so aggressiv, junger Zombie. Aber ich finde trotzdem, da klingt, als wenn gerade einer snipern würde. Eine Schrotflinte? Ja. Das ist auch eine Schrotsniper, ja. Aber übel. Aber übel. Aber übel. So. Aber übel. Abraham Lincoln. Oh, Zombie, hier ist ein Zombie. Oh nein! WTF, da lag Schrotflintenmunition in der Wand. Was, Muni? Jo, da lag ein ganzes Magazin nochmal in der Wand. Jetzt habe ich eine Schrotflinte mit 8 Schuss nochmal. Wo seid ihr jetzt genau? Sagt mal, wo ihr jetzt genau seid. Warte, ich. Das wäre was. Das war ich. Das warst du? Hm? Okay. Ja. Ich komme gerade zu dir. Wir sind genau in Mountain Crest. Chest ja, Crest. Okay. Manu. Ich brauche Essen. Was denn? Was machst du da in der Ecke? Ich will was. Oh, wat, Energy Drink. Nee. Ich will was essen. Ich bin jetzt gleich bei der Hill Ranch. Ranch. Will er trinken? Ranch. Hill Ranch. Ranch. Komm, nehme ich. Was ist das? Hill Ranch. LOL. Okay. Das ist halt so eine Ranch, wie heißt das? Ranch. Ranch. Eine Ranch. Ja, mit so Pferden, weißt du, so Cowboy-mäßig. Ja, ja. So sieht's zumindest aus von hier. Dauert noch ein bisschen. Munition. So. Munition. Bin nicht dumm, der Bug. Munition incoming. Zombie, da sind Zombies. Wir müssen die Scheunen durchsuchen. Nochmal. Sollte was respawned sein. Kommst du? Stimmt. Ja, gute Idee. Aber unnormal, wie viele Spieler gerade da waren. Ja. Ich denke mal, der Spawnpunkt war für kurze Zeit da gesetzt. Denkst du, der springt einfach immer durch Spawnpunkt? Ja, sonst würden wir nicht immer nebeneinander spawnen. Das kommt mir zu komisch vor, der Zufall. Ja, dann müssen wir das aber immer machen, immer so gleichzeitig einsteigen am besten. Ja, und dann warten, bis da andere kommen. Und die dann töten. Ich nehme mal eben Painkillers. Weil mein Hals irgendwie schon ein bisschen leer ist. Mein Hals. Gammela. Ho. Mein Hals, ho. Okay, 2 der Scheunen sind durchsucht. Ich sollte mir meinen Sprint mal aufheben. Da war ich schon drin, Manu. Jetzt gehe ich gerade rechts da raus. Hier ist doch Wasser. Ja, und? Ja, wir brauchen Wasser. We need some water.
Tu still unseren Durst. Wow. Hier liegt Money on the floor. Es ist $80 Joa. Cool. Cool. Ich bin hinter dir. Sei ganz in Amo. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht hier. Ich glaube, es ist Sniper. Ziemlich sicher. Shotgun. Nee, das ist eine AK. Also eine Shotgun. Vor Seiger Shotgun. Das ist die Muni, die ich auch schon im Global das Inventory habe. Das ist die Schrotflinte, die mit dem Rad, diese Nachladerad hat. Also die da so ein dickes, rundes Rad hat vorne, was man einfach rausziehen kann, neues reintun. Was direkt nachgeladen ist. So eine Schrotflinte ist das. Bei Call of Duty ist die irgendwie AA-12 oder so. AA. Der schlagt mich noch. Oh Gott, ich habe gerade Zombies aufgescheucht. Überall Zombies. Ja, treibt meine Zombie-Kills wenigstens schon hoch. Stimmt. Ich kein Problem mit. Na gut, zwei Stück will ich auch mal durch. Ja. Boah, ich liebe es, wenn ich die einfach direkt am Kopf mal erwische und dann einfach nur dreimal Zuschauer lag und dann direkt tot. Ja. Ist voll befriedigend. Oh. Abgepult. So, ich rushe hier gerade ein bisschen über die Ranch. Zombie. Ja, da drüben bist du. Ja. Ist wieder hin und wieder auch wieder zu dir geschaltet. Ja. Mario. Na, hoffe ich doch, weil wir nicht was Besonderes machen. Ja. Ja, okay, er läuft ja auch nur. Voll Zombies weg und sammelt Items ein und jetzt hätten sie mich fast einmal kurz gehabt. Vielleicht stirbt er nochmal. Oh, nochmal Magazin für die Pistole gefunden. Weißt, es kommt dann an und dann kommt wieder ein neuer Bandit und er ist tot. Und wie viele Zombies habe ich? Oh, machen voll die Polonaise. Die Karawane zieht weiter. Kommt schon. Folgt mir, meine Zombie-Freunde. Ja, siehst du mal, vor dem Virus hattest du noch keine Freunde. Ja, jetzt schauen wir alle nach. Die fliegen voll. Alter, warst du da hinten? Ich bin der ganz hier hinten. Ja, der da. Ja. So, jetzt sollte ich mal langsam versuchen, sie loszuwerden. Ich will nicht unbedingt in der Stadtmitte die ganze Zeit sein. Könnte sogar sein, dass gleich die Leute wiederkommen, die getötet haben. Auch gestorben sind. Ich glaube, das ist ein Spieler. Das ist ein Spieler. Da ist ein Spieler Kamera bei mir. Kamera-Switch. Ja. Oh Gott, ich habe Angst vor dem. Ich laufe mal lieber weg. Der Manuel aus der Zukunft ist schon voll genervt. Der hat auf jeden Fall einen Helm und ein Fernglas. Das heißt, er hat schon ein paar Sachen, könnte also auch eine Waffe haben. Es sind zwei Spieler, einer mit einer Shotgun, die kommen beide auf mich zu. Fuck. Okay, ich werde mal wieder sterben. Ich war so kurz vorm Ziel. Fuck, das Problem ist, ich kann nicht mal auf irgendwie Bandage oder so wechseln. Abgepult. Wo bist du, Zombie? Ich schaff das nicht ohne dich. Fuck, ich kann mich nur verstecken irgendwo. Wenn ich das schaffe, dann hab ich's geschafft. Oh Gott. Wenn ich nicht das schaffe, hab ich's geschafft. Ja, Hilfe, ich hab voll Angst. Okay, die haben mich gleich. Die haben mich gleich. Aber sie schießen noch nicht, aber sie verfolgen mich. Also die sind auf jeden Fall nicht freundlich. Ja, jetzt haben sie geschossen, aber vorbei. Sie schießen. Lauf zickzack. Gott. Wie hast nervös man da wird. Ja. Okay. Hallo. Fuck, ich sehe sie nicht mehr. Ich sehe sie nicht mehr. Aber ich bin eine Kurve gelaufen. Oh Gott, gleich kommen die Schüsse wahrscheinlich. Ja, ein Schuss und dann. Ja, WTF, die schießen erst auf mich und schreiben dann im Chat: Guy, do you have something to eat? Okay, sie ziehen auf mich. Ich sehe sie. Sie sind aber noch auf Distanz. Ja, dann ich laufe einfach die ganze Zeit. Vielleicht haben die irgendwann keinen Bock mehr. Mit einer Shotgun werden sie dich nicht auf Entfernung treffen können. Ja, ich sehe aber mal die Schüsse ganz knapp neben mir einschlagen. Ja, siehst du? Naja, wenigstens, wenn ihr gerade was Langweiliges macht, hat man hier ein bisschen Action. Ja. Alter, die kommen immer näher, habe ich das Gefühl. Oh, fuck. Das ist voll unrealistisch. Die Schüsse schlagen vor mir ein. Glaube ich, ein bisschen buggy. Er hat mich noch keinmal getroffen. Wenn sie leichtseitig schießen. Wie viel Schuss hat der denn? Ja, jetzt wurde ich einmal getroffen. Ich kann nicht. Ich muss sonst dafür in mein Inventar, um das reinzuziehen. Warum hast du es nicht draußen? Das ist sehr dumm. Ja, ich weiß. Merke ich jetzt auch gerade. Manu, wo bist du eigentlich? Aber ich hoffe einfach darauf, dass sie irgendwann keine Muni mehr haben. Oh, offen auf der Straße. Ja, klar. Ich denke nicht, dass sie dich jetzt dauernd verfolgen. Und wenn... wäre das witzig, weil wir die dann töten könnten.
Ja, ich weiß, ich kann nicht auf die Map gucken, ne? Ist immer noch hinter mir. Hi. Ich würde ganz kurz eine Millisekunde M drücken. Nee. Ist zu riskant. Der ist nicht so weit weg. Flashlight. Lass mal in die Mall. So, ich laufe jetzt hier so ein bisschen durch die Bäume, kreuz und quer, damit ich da vielleicht ein bisschen in Deckung bin. Du hast ein Zombie gepult, German Let's Play. Was denkst du dir dabei? Ich töte das Zombie mit meinem Hammerli. Ja. Ich hab gepult. Oh fuck, jetzt hat er mich einmal richtig getroffen. Aber ich hab noch Hälfte Leben. Ach, NP, schaffst du schon. Ich schau mal in das Postoffice nochmal rein, ob da wieder was gut. Boah, ist der nah. Fuck. Er hat mich nochmal getroffen. Wie viel Muni hat der? Wie unrealistisch ist das? Noch 2 Schüsse oder so und ich bin weg. Die Linie ist bei meinen Händen ungefähr. Oh oh. Damit ihr das einschätzen könnt. Ach so. Alter, ja. Ich hab sogar Sachen zum Heilen dabei. Das war ich. Auf die Zombies, die gerade aus dem Supermarkt wieder rausgehen. Aua. Mit der, was wagen die sich mich zu schlagen? Nicht der. Und der wird sich so ärgern. Ich hab gar nicht so tolle Sachen. Der hat voll die Muni-Verschwendung. So, ich bin jetzt auch im Supermarkt drin. Kein Zeug wieder raus. Gibt's ja, nicht. Zombies mal töten. Platze aus. Fuck, jetzt ist der andere wieder hinter mir. Ich hab die ganze Zeit nur den einen gesehen. Sag mal, wie lange laufen die denn? Ja, die sind richtig dumm. Das bringt denen überhaupt nichts. Die sind immer noch hinter mir, aber... Doch, das erfolgreiche Spieler, Gefühl, einen Spieler getötet zu haben. Ja, wunderbar. Dann haben sie nichts. Ja, okay, die haben ein bisschen Wasser, einen Schokoriegel. Ich würde dich auch töten, aber nicht so lange verfolgen, glaube ich. Weiß nicht. Obwohl doch, würde ich auch. Ich habe das Gefühl, dass sie keine Muni mehr haben. Sie schießen auf jeden Fall gerade gar nicht mehr. Ja, wahrscheinlich heben sie sich einen Schuss auf. Der läuft mir mit einer Nahkampfwaffe hinterher. Mit der F. Drück einmal M, lauf zu uns. Ich drück, wenn dann eher I, um das zu tauschen, oder? Das, damit ich mich heilen kann, oder? Ja, stimmt. Soll ich das machen, meinst du? Kommt drauf an, wie weit er von dir weg ist. Ja, eben, kann ihn nicht einschätzen. Okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er echt genau hinter dir ist. Nee. Kannst du nicht kurz um den Baum laufen oder so, oder hinter einem Baum, dass du kurz Deckung hast? Nicht lang genug Deckung. Die haben nur noch einen Nahkampf. Die haben ja eh nur noch Nahkampfwaffe. Alter, dann sind die behindert. Alter, ich will die Maske. Aber der kommt immer näher. E drücken, reinziehen, ganz schnell nehmen und dabei weiterlaufen. Und dann, wenn du nochmal auf Entfernung bist, kurz mal M drücken und gucken, in welche Richtung du läufst. Warte, ich drehe mich gleich noch einmal um. Obwohl, eigentlich, wenn ich einfach die ganze Zeit so weiterlaufe, da kann der mich ja eigentlich nicht erreichen, oder? Nee, nö. Kann der bis zu uns laufen, dann schießen wir sie ab. Ja, eben. Boah, der kommt immer näher, warum? Weil er rennt. Ja, ich sprinte auch ab und zu, aber wir müssen beide keine Ausdauer mehr haben. Ist der behindert? Vielleicht hat er einen Energy Drink. Also wenn es... Jetzt hat er die... Ich hol die Flashlight und greife ihn an, okay? Aber ich würde mich vorher heilen, weil er macht ja im Nahkampf mehr Schaden. Ja, eben. Nein, ich habe den 5-mal getroffen. Warum ist er nicht gestorben? Ja, er war direkt... Nicht geheilt? Wie denn? Der war direkt hinter mir. Ich konnte mich nicht heilen. Wie kann er denn auf einmal wieder direkt hinter dir sein? Dann hat er echt eine Dingens gehabt. Energy Drink. Ja, und wahrscheinlich selber hat er auch Heilung gehabt. Deswegen konnte Delay ihn 5-mal schlagen. Ja, toll. Was machen wir jetzt? Mir wird und langweilig. Jetzt? Ja, ich hab Moes geschrieben und die lachen nur. Oh, das hat ihnen überhaupt nichts gebracht. Lock dich mal um und guck mal, wo du dann bist. Und dann stopp mal kurz die Aufnahme. Ja. Bist guck mal, ich bin der Regal, überhaupt nicht zu machen. Das wird langsam ziemlich lang alles, die Aufnahme. Wollen wir dann jetzt nicht aufhören? Eine Pause machen und dann kommt Dile einfach hierher gelaufen. Eben. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ne? Komm hier in der Ecke, Okay, tschüss. Ich will noch da auf das Regal hüpfen. Ja! Tschüss!